Pfingsten. Es sind 50 Tage seit Ostern. Pfingsten, das Gründungsfest der Kirche. Aus den Jüngern, die sich eingesperrt hatten, man könnte mit heutigem Sprachgebrauch sagen, die einen Lockdown hatten, einen innerlichen Lockdown. Aus ihnen sind diejenigen geworden, die mit Mut und Kraft erfüllt die frohe Botschaft verkünden. Wir sehen sie auf dem Bild, die Jünger versammelt mit Maria im Gebet. Pfingsten, wir wissen, der Heilige Geist kam auf sie herab, wie von Zungen von Feuer. Und heute Pfingsten, was ist das? Ein Fest, an dem es, anders als an Ostern und Weihnachten, keine Geschenke gibt? Oder vielleicht doch? Nun, das Geschenk an Pfingsten ist der Heilige Geist, der Beistand, um den Sie gebetet haben. Auch wir beten in unserem Leben manchmal um diesen Geist, um den Beistand. Komm, Heiliger Geist, hilf uns. Und wir haben ihn bereits seit unserer Taufe. Und in der Firmung sind wir damit besiegelt worden. Die Firmung, ja, diese Feier ist heuer leider verschoben. Ein Gruß an alle, die heuer Firmung erleben hätten dürfen, die sich vielleicht schon vorbereitet haben. Manche werden in diesem Jahr noch das Fest feiern können, andere erst im nächsten Jahr. Aber seid sicher, der Heilige Geist vergisst uns nicht. Und wir können ihn immer wieder rufen und auch empfangen. Nun, woran ist der Heilige Geist spürbar? Ich denke, er ist spürbar an seinen Auswirkungen. Die Kirche sagt dazu Früchte des Heiligen Geistes. Diese Früchte sind Liebe und Freude und Friede. Es sind Geduld, Freundlichkeit und Güte, Langmut, Sanftmut und auch die Treue. Und schließlich auch Enthaltsamkeit und Bescheidenheit und die Selbstbeherrschung. Immer wenn wir etwas davon spüren, wahrnehmen, ist Gottes Geist mit seinen vielfältigen Wirkungen am Werk. Vielleicht kann dieses Pfingstfest, das wir ja 2 Tage lang feiern, am Sonntag und am Montag einladen, bewusst darauf zu achten, wo er sich in unserem Leben entfaltet. Wo ich ihn vielleicht bewusst rufe, komm Heiliger Geist, ich brauche dich. Die Früchte des Heiligen Geistes, ja, das sind die Auswirkungen. Geist Gottes wirkt tatsächlich, wenn wir genau hinfühlen, hinspüren, wenn wir ihn wahrnehmen wollen und wenn wir dann auch erkennen, da wirkt Gott mit seinem Geist in unserem Leben. Der Geist des Herrn erfüllt das All. So singt die Kirche am Pfingsten. Ein freudiges Lied, ein Bekenntnis zu diesem Geist Gottes, der uns geschenkt ist und den wir rufen können. Ja, Herr, sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Und so sende und begleite euch mit seinem Segen, der gute und dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ja, komm, Heiliger Geist.